So, da bin ich wieder mit Let's Play Eternal Darkness und mit Karim. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Oh Gott, wo bin ich? Wo bin ich bloß gelandet? Ach Mann. Und die Toten stehen wieder auf. Und die Teufel tanzen wieder. Kennt niemand den Film? Tanz der Teufel? Episch. Episch. Ersch. Ist einfach nur episch. Sollte man mal gesehen haben, den Film. Einfach nur genial. Naja, okay. Dieses Spiel ist auch jetzt schon total sehr genial von der Atmosphäre her. Gefällt mir. Muss ich schon sagen. Okay. Was ist das denn? Detail. Auf einem niedrigen Sockel steht eine Statue, die Varg an einen Menschen erinnert. Die Varg an einen Menschen erinnert, das ist auch keine. Sollen wir mal den Kopf abschlagen? Wissen sie schon mal nicht mehr, wo wir sind. Aua! Verfluchter Esel, du! Ich sehe das gerade. Manche besitzen auch so ein Artefakt in sich selber drin gedöns. Zack, zack. Okay. Aua. Verdammte Scheiße. Ja, wieder so ein Artefakt. Dann muss ich schon wieder einen Zauber lernen oder so. Kaputt. Ich habe eine magische Rune gefunden. Ja, sag ich doch. Zack, zack. Okay. Da geht's nach oben. Hier ist anscheinend nichts mehr, abgesehen von einem untoten Toten. Runen. Da haben wir wieder eins gefunden. Wir wissen aber nicht, was es bewirkt. Deswegen zauber ich das auch noch nicht. Oh, wo sind wir denn hier? Okay, die Mitte des Raumes wird von einem seltsamen Altar dominiert. Kleine Schalen mit glühenden Kohlen sind ringsherum angebracht. Eine größere oben auf der Spitze des Altars. Sicherheit wird hier Weihrauch verbrannt, damit der Geruch die Gebete zu den Gemeingöttern erhebt. Ah, interessant, interessant, interessant. Okay. Das ist eine Barriere, das sehe ich. Das sieht ja wohl jedes Kind, ey. Okay, das hatten wir schon. Huch. Verschwunden. Ist alles nur für die Liebe. Wo soll das denn führen? An der Wand hängt eine Fackel. Aha. Gibt ja schon Sinn hier. Okay, man sieht schon, es wird immer dunkler. Wäre das mal nicht schlecht, wenn wir die Fackel auch ausrüsten. Wird man auch was sehen. Okay, ich sehe schon. Fackel können wir eigentlich wieder entrüsten. Gedöns. Nein! Lass los, lass los! Okay. Aua. Das tat weh. Au. Das gibt's doch nicht. Von hinten ansprechen ist unfair. Er sieht mich eh nicht mehr. Ah doch, es ist. Der Kopf ist nachgewachsen irgendwie. Oh. Dreckigen Zombies. Okay. Wir sind des Wahnsinns. Guck mal, wie auf die Leichen einschlägt. Das ist unglaublich. Detail.
liegt auf dem Boden. Ja, nehmen. Okay. Auf einem niedrigen Säulenstein stand ein ja Menschen ähnelt. Okay. Was soll das bedeuten? Weiß ich doch. Eine grob geschätzte Schatten eines Menschen. Sie ist im Verhältnis zu ihrer geringen Größe sehr schwer. Wir haben jetzt eine Rune gefunden. Da wollen wir mal gucken, was die denn bewirkt. Schattkur. Okay. Neuer Spruch. Den hier, den kennen wir ja nicht. Nun, wird das was? Ne, es wird nichts. Okay. So. Wird das was? Auch nicht. Okay. Muss noch was suchen, anscheinend. Scheint habe ich irgendwas übersehen. Da muss ich die Hochfiguren da draufsetzen oder so. Nee, auch nicht. Hm. Ah, guck an, an. Jetzt verstehe ich. Okay. Mhm. Jetzt sind alle Fackeln an. Ah, okay. Oh. Das? Nein! Oh Gott, er hat mich weggeschickt. Gemein, das ist gemein. Auf damit. So ein gemeiner. Wow! Geh weg. Hopp. Oh Gott, was haben die vor mit mir? Ich will mich erstmal heilen. Okay. Ja, anscheinend. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat, aber diese Skorpione, die machen mich total wahnsinnig. Gehen wir mal hoch. Gucken nochmal. Was hat das jetzt gebracht? Vielleicht hier irgendwas? Also irgendwas muss das ja gut sein. Was haben wir denn jetzt noch? Hm. Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Da müssen wir auch zurück, weil ist was in der Haupthalle geschehen. Gucken. Kinderspiel ja nicht. Wir können gar nicht mehr zurück. Das ist natürlich sehr gut.
Okay. Vielleicht die Skorpione zerstören? Obwohl, ich kann es mir nicht vorstellen. Weil die warten ja einen direkt. Ja. Was soll ich denn da machen? Gott. Ich glaube, wenn ich rot rangehe, komme ich in rot. Ja, na klar. Ich schläge einfach nur noch um sich, genauso wie ich. Au. Au. Blöde Sau, du. Okay. Ah. Heilung. Immerhin, volles Pfund. Kann ich hier speichern? Nicht? Nee, ich finde es denn, das ist nah. Okay, rot hat mich komplett geheilt, das ist cool. Was mache ich denn jetzt hier? Nun ja, das finden wir in der nächsten Episode raus, würde ich sagen. Ich mache hier erstmal einen Schnitt. Bis dahin.